Yo Leute, willkommen zu einer weiteren Part von Pokémon Go Leute. Heute mit einem Kumpel von mir am Start und zwar den guten Yannick. Und ja, wir haben sehr vieles gemacht, wir haben sehr viele Pokémon getroffen, aber wir haben auch sehr viel Blödsinn gemacht. Von daher, schaut es euch einfach an und ich hoffe, es wird euch gefallen. So Leute, wir sind jetzt hier auf dem Weg, Pokémon zu fangen, beziehungsweise Eier auszubrüten. Mit dabei ist der Yannick. Hi. Und ja, wir gucken mal, was wird uns hier so begegnet. Und ja. Nix. Nix. Was wird es? Weiß ich nicht. Was wird es? 10 Kilometer, Eiber, Yannick. Komm schon. Komm schon. Ein Lapras. Lapras? Man sieht es nicht. Egal. Was ist das für eins? Ein Lapras. Welches Level? Weiß ich nicht. Oh, Lapras, Alter, das ist mega fett. Du Lacke. 64. Was? Alter, mein bestes Eiber. 159. So Leute, wir sind jetzt hier wieder auf der Suche. Yannick hat sein Ei gerade ausgebrüht, wie ihr vielleicht gesehen habt. Ich war ein bisschen mad, muss man sagen. So ein Lapras war schon echt nice. Mir geht's gut. Und wir wollten mal was ansprechen. Und zwar wollen wir mal eben euch sagen, welche Pokémon es in Pokémon Go bereits gibt und welche noch nicht. Es gibt 4 Pokémon, die jeweilig kontinentalabhängig sind. Das heißt Porenta, Tauros, Pantymos und Kangama sind jeweilig kontinentalabhängig. Das heißt, diese Pokémon könnt ihr nur auf unterschiedlichen Kontinenten bekommen. Und dann gibt es noch die Pokémon, die noch nicht im Spiel drin sind. Dazu gehören Ditto, Mew und die anderen 3 legendären Vögel natürlich. Wir haben Pantymos hier, ne? Wo? Also ja, in Europa ist Pantymos. Wir haben die größte Scheiße. Pantymos, ey, das bin letzte Kangama, wäre cool. So, seine Friends! Bin ich scharf? Nein. Heiß! Nein, ob das Bild scharf ist! Weiß ich noch nicht. Was wird das? Komm schon, das muss richtig nice sein. Komm schon! Kangama! Immerhin ein Stern, du. Stern mit 201. Man sieht nichts. Halt mal. Du siehst doch selber nichts. Ich weiß. Du hast den fucking Bildschirm umgeklappt. Du hast den Bildschirm geklappt. Oh, stimmt. Ups. Egal. Hey, Schaf! Hallo? Die Voltilam sind böse. Oh. Bist du böse? Ist doch voll witzig, wenn es einfach kacken würde oder so. Es passt. Sein fucking Ernst! Hemi! Ich hab das Fleckmann auf dem Schirm! Fleckmann! Oh, ich hab 239. Du hast ehrlich. Er ist Level 9, er hat ein stärkeres Fleckmann wie ich. First try. Und ich? Ich hab getroffen. Komm schon, jetzt muss das Ding noch drinnen sitzen. Komm, eins. Es ist ausgebrochen. First try. Das Ding sitzt aber auf der Wiese, das ist viel witziger. Nein! Nee, das Handy fällt runter. Das ist jetzt schon. Das Handy fällt runter. Nein, es fällt nicht runter, es fährt runter. Ach so, fährt, ich hab Feld verstanden. Oder? Wap, 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 wap. Aus. Warte. Man sieht es nicht, aber ja, es ist aus. Ja, ist aus. Nice, kein Fleckmann für mich. Ein Fleckmann für mich. Kein Fleckmann für mich. Ein Fleckmann für ihn, kein Fleckmann für mich. Und ein Lapras. Und ein Lapras. Ich hab fucking Stern, du. Der Tag kann ich. Ja, Polita! Fuck, was? Das ist nicht dein Ernst. 300. Funktionieren! Wir kriegen es hin. So. Pikmin oder Pokémon? Pokémon! Nice! Aktivität oder Pokémon? Also Radioaktivität. Ja, wir sind noch radioaktiv gestört. Und wir haben das Fleckmann, wie es aussieht. Eins, zwei, drei. Fleckmann, easy catch. Und jetzt fangen wir Carpador, hast du gesagt? Ja, hier ist Carpador. Wir gehen angeln. Oh, toller Wurf sogar. Nice, Rö. Tatsächlich, hier schwimmt ein Carpador. Anton ist normalerweise dort vorne im Graben immer. Da habe ich das schon mal getroffen gehabt. In der Entengrütze, da schwimmt das Ding. Was denn? Und ich habe das starke Gefühl, dass es diesmal genauso ist. So hoffen wir einfach mal. Nein, das war ich.
Es ist tatsächlich wieder da. Natürlich. Man wird einfach die ganze Zeit von Leuten angesprochen, dass man Pokémon sammelt. Oder, Yannick? Ja. Mein Endhorn 70. Ich habe einen 70er Endhorn. 184. Really, nigga? Warum machst du so einen Lack? Richtig gut. Guck mal, kaum bin ich mal hier, dann kriegt er alles an Lack. Und ich krieg nichts mit Level 14. Aber ich krieg kein Dratini. Nee, Dratini krieg ich auch nicht. Das ist nie ein Dratini, das ist der. Ich will ein Dratini. Dragoran ist einfach so ein geiles Pokémon. Und Leute, das LP endet erst, wenn ich kein Dragoran habe. 3000 Jahre später. Was? Haben Sie immer noch nicht alles gefangen? Hallo, haben Sie noch Ponitas? Oh, guck mal, leckere Beeren. Wolltest du eine Beere essen? Das sind Yonago-Bären, das sind die rot-gelben. Ach, die machen EP wieder hoch. AP wieder hoch. AP machen die hoch, genau. Yannick, isst was. Warum nicht? Die machen AP hoch. Angriffspunkte. Das Ei schlüpft, Yannick. Das Ei schlüpft. Und es ist. Und es ist. Und es ist. Ein Krabi! Wieder nichts Geiles, aber immerhin ein Krabi. Mit 213. Kann man nehmen. Ey, komm, redest ein bisschen schön. Redest etwas schön. Du warst schon fast ein Kinder. Das ist schön. Ja. Ja, Leute, das war's aber schon von der heutigen Episode. Und wie gesagt, nimm das alles nicht ein bisschen ernst. Wir haben einfach ein bisschen rumgehalten, ein bisschen aufgenommen. Und ja, es war einfach halt ein bisschen random halt. Ich habe einfach mit dem Kumpel wieder was so Pokémon Go-mäßiges gemacht und... wir fanden es beide einfach, ja, mal was ganz Besonderes. Deswegen, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas öfteren sehen wollt. Nicht einfach grundlos haten, weil, keine Ahnung, da kann ich selber nichts anfangen. Und ja, vielleicht würde es sich auch freuen, wenn ihr mal ein bisschen positives Feedback auch da lasst. Natürlich auch ein bisschen Kritik, falls natürlich irgendwas war. Klar war das Windrauschen natürlich extrem nervig, aber da konnte ich nichts machen. Ich habe probiert, was ich machen konnte. Leute, vielleicht werde ich mir ein neues Mikro kaufen für meine Kamera. Aber das ist eine andere Sache, Leute. Wie gesagt, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar, lasst ein Abo da und bis nächstes Mal. Ciao, Leute, euer Zero.